Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Battlefield Bad Company 2. Ja, yeah, also das nächste Projekt, ich will jetzt mal wieder langsam meine Upload-Platten wieder füllen. Drei Projekte sind ja am Laufen. Demnächst werde ich eventuell, wenn alles klappt, MW1 aufnehmen. Mal sehen. Auf jeden Fall, dieses Projekt wird auf jeden Fall für Freitag, würde ich mal sagen, kommen. Ja, denken wir schon, oder Montag, je nachdem, wie ich Lust und Laune habe, vielleicht auch beide Tage, mal sehen. Ja, Free Gamer macht das auch, der Freaky macht auch Battlefield Bad Company 2 gerade als Projekt. Und er, glaube ich, spielt's blind. Bin ich, ja doch, blind. Und er spielt's auch leicht. Ist natürlich so, für ihn kein Problem, das ist mal gerade sein dritter Shooter. Aber ich habe mir jetzt so vorgenommen, ihn jetzt ein bisschen blöd dastehen zu lassen. Na gut, ihr kennt das Spiel auch. Ich werde es dafür aber auch auf hart spielen. Also auf schwer. Ja, gibt es sonst noch weiteres was zu sagen? Also alles ist an. Alles auf High End. Also wie immer. HD-Auflösung, HD, bla. Eigentlich alles wie gehabt. Und hiernach kommt... Naja gut, ich kann schon mal starten. So, gleich kommt nochmal zu lesen. Herbst 1944, japanisches Meer. Kurz bevor die Atombombe den Zweiten Weltkrieg beendete, wurde eine kleine Gruppe US-Kommandos ausgeschickt, um einem japanischen Wissenschaftler mit kriegsentscheidenden Informationen zu retten. So. Am 6. Oktober um 0600 begann Operation Aurora. 20 Minuten später war sie beendet. Der Ausgang von Operation Aurora wurde der Öffentlichkeit vorbehalten. Alle Berichte wurden zerstört, die Operation wurde zu einem Mythos. Das hier passierte wirklich an diesem Tag. So. Ja, passt. Ja, Blackscreen, das dauert halt ein bisschen mit dem Laden. Durch Preps halt. Aber sollte gleich losgehen. Jetzt kommt so eine kleine Game-Cutscene. Untertitel sind an. Und da kommt sie auch schon so langsam. Und ich bin ruhig. Nächste Stelle vergessen, Wyatt. Da ist es. Jetzt warten wir. Sarge, ist dieses Aurora-Dings wirklich hier? Behaupten Sie. Behaupten Sie, behaupten Sie. Was meinst du, McKee? Keine Ahnung, Faraday. Aber du wirst es mir gleich sagen. Ich sehe das mal so. Wir haben Atombomben, die Krauts V2s und die Japser haben sicher auch was. Wir sind wegen des Wissenschaftlers hier. Und mehr nicht. Okay. Das Able Squad ist bereit, Sarge. Okay. Schmeiß den Motor an. Bring uns rein. So, auf jeden Fall so nochmal kurz als Info. Die geht jetzt ein bisschen länger, kurze Zeit. Oh, mein Mikro wackelt von mir total. Jetzt. Ja, dann gibt es wieder eine. Oder hier jetzt im Moment einige Passagen, wo sie halt nicht sprechen. Da würde ich dann jetzt kurz mal einen Senf dazu geben. Auf jeden Fall, in jeder Cutscene werde ich mich muten. Diese müsst ihr einfach genießen. Beziehungsweise diese ganzen Kommentare im späteren Spielverlauf, die müsst ihr euch einfach nur reinziehen. Also die sind so genial gemacht. Also ist einfach super. Also die Dialogstärke habe ich auf Vollprozent, so dass ihr alles auch mitbekommt, was die Typen auch untereinander labern. Und deswegen, also es trägt einfach nur zur Atmosphäre mit bei. Darum Stopp. Einfach nur die Cutscenes genießen. Da oben, Patrouille. Dranbleiben, Abel. Mach den Motor aus. So, das werde ich jetzt gleich vorlesen. Also die, das sind zwei Japsen. Gib mir eine Zigarette, danke, auf Japanisch. Dass ihr nicht lesen braucht, ich denke mal, wird gar nicht möglich sein da auf YouTube. Glaubst du, die Amerikaner werden morgen früh hier sein? Wieder in Klammern Japanisch. Mir doch egal, wir sind bereit, sollen sie ruhig kommen. In Klammern auf Japanisch. Ja, also wie gesagt, diese Cutscenes müsst ihr einfach nur genießen, weil die sind auch richtig geil gemacht. Scheiße.
jetzt kommt nochmal so eine richtige Ingame-Cutscene und ich bin wieder, wie gesagt, ruhig. Alles sauber. Jemand verletzt? Das Able Squad hat's nicht geschafft. Gut, dann hängt's von uns ab. Wieso hat's noch nicht angefangen, Sarge? Es hieß 0600. Auf die Sekunde genau. Hat's geklappt? McKee, wenn Sie das jetzt wegstecken, können Sie den Überläufer behalten. Dann mal los! So, nochmals kleinen Hinweis, eben bevor sie hier rauf geschwenkt haben. Der ganz rechte mit den ganz, ganz kurzen Haaren, das ist in diesem Moment unser Protagonist, mit dem wir spielen. Müsste auch eigentlich sein. Okay, zwei Stück. Wyatt, übernimm den da links. Bob. Oder hat der kürzere Haare als ich? Stirb endlich, du Bastard! Auf jeden Fall der ganz, ganz rechts. Zwei sind weg, 1000 bleiben noch. Komm schon. Jo, also jetzt geht auch gleich Party ab. Aber naja, werdet ihr ja sehen. Falls einige denken, hier ist jetzt ein kleiner Bug drin, die es doch selber spielen. Nein, das muss so. Das ist so gescriptet. Keine Ahnung, warum sie dazu gemacht haben, dass man da erst noch stehen bleiben muss. Und laufen kann man auch erst, na, ein bisschen später. Aber, ja. Da müssen... Wyatt, übernimm die Gräben. Sollen jetzt nicht um die Kanonen kümmern, Sarge. Das gehört nicht zu unserer Mission, Faraday. Viel Glück, Wyatt. Die müssen sich aber was gedacht haben, wenn sie das so komisch script. Genauso wie den kann man nicht abknallen, weil er es machen muss und wie gesagt auch schön gescriptet. Aber das, die ganze Ballerei geht ab jetzt los. Da ist eine und da ist noch eine. Lad mal nach. So. Dann braucht man hier keine. Ja, zwei Waffen kann man sich immer mitnehmen. Achso, genau, automatische Gesundheitsregeneration ist hier mit drin, also man braucht keine Medikits. So, was kann man noch kurz zum Spielverlauf sagen? Munition wird automatisch eingesammelt. Eigentlich wie gehabt. Nein, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Wollen wir nachladen? Weil hier geht nämlich schönes Gemetzel ab. Achso, und ich will jetzt immer am Anfang laufen, ist Gewohnheit. Weil man halt in jedem Spiel am Anfang auch schon laufen kann. Aber also hier noch nicht. Naja, wie gesagt. EA muss sich ja was bei gedacht haben. Und da ist er auch schon. Dann los. Da hoch. Ja. So, lass mich ran. Genau, das kann ich auch noch sagen. Das Spiel Bad Company 2 ist mit sehr, sehr viel kurzen Cutscenes, also mit langen Cutscenes, also sehr lastig kann man eigentlich nicht sagen. Aber mit sehr vielen Cutscenes geschmückt und die passen einfach nur da rein. Wenn die darunter halt ihren... Ja, ich gehe gleich hinterher. Wenn die halt ihre dummen Kommentare und alles abgeben und ihre ganze Mimik-Gestik da in den Cutscenes, das ist einfach nur perfekt, also das haben sie richtig geil gemacht an dem Spiel. Stopp! Runter! Runter! Japsenpanzer! Keine Bewegung! So. Bam, 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 bam. Dam, dam. Perfekt. So, und ab. Macht sie kalt. Genau, macht sie kalt. Und obwohl hier eigentlich
kaum noch großartig was los ist. Und ab jetzt kann man auch sprinten. Wir hatten Glück. Jemand scheint auf uns aufzupassen. Lasst uns den Kerl finden. Ja. Eine gute Geschwindigkeit haben sie eigentlich auch. Aber ihr werdet viel mitkriegen, dass ich auch im Spiel drin Spielverlauf immer voraus sein werde, weil sie mir zu lahmarschig sind. Wir sind jetzt hier der ganz Linke. Der Letzte sind wir. Wozu mein Geister? Er sollte doch längst hier sein. Halt! Nicht bewegen! Stell ihm die Frage. Wer ist mein Lieblings-Baseball-Spieler? Cap Anson. Gut, schaffen wir ihn hier weg. Moment mal, was zum Henker ist das für ein Geräusch? Was fasselt ihr da? Ich weiß nicht, Sarge. Wenn du uns verpfiffen hast. Die schwarze Waffe. Es ist soweit. Wir sind tot. Okay, wir machen die Biege. Das ist zwecklos. Vielleicht hast du mich nicht verstanden. Wir verschwinden jetzt. Sarge. Die haben uns den Weg abgeschnitten. Okay. Dann durch den U-Boot-Bunker. Da sitzen wir in der Falle. Ja, ich weiß. Und so schnell können sie uns nicht mehr verfolgen. Und da müssen wir schon über menschliche Kräfte haben und was weiß ich, wie Kilometer weit springen können. Das Horn von den Aurora, das ist auch richtig, haben wir. Scheiße. Mir gefällt nicht, was ich da höre. Geh einfach weiter. Sarge, das ist unser Taxi. Okay, Ben. Weiter. Los. Dann werden wir gleich mal die Basis aufmüssen. Das war richtig gut. Und mit F können wir jetzt auch schon Granaten werfen. Aber okay. Wir schlagen jetzt zu. Und Beeilung! Ja, warte, Gemeinde! Ja, ein bisschen die Helis. Die Hubschrauber. Wieso komme ich jetzt auf den scheiß Hubschrauber? Flugzeuge, so. Jetzt aber. So bin ich jetzt eben. Ja, gut, weil es hier halt Hubschrauber gibt, halt bloß im Multiplayer. Die man jetzt selber fliegen kann. Geh jetzt tot. Im Moment da. Wow. Ja. Voll. Also richtig. Alles kann man kaputt machen. Also vollkommene. Genau, seht ihr auch schon. Im Kaliber 30! Ja doch. Vollkommen zerstörbare Umgebung. Das ist richtig hammergeil. Vor allem im Multiplayer ist es lustig. Na gut, außer in Flugzeug ist jetzt hier. Verstanden?